Schnelle Ankündigung. Ganz kurz und knapp. Montag, kommenden Montag. Was ist das für ein Datum? 7. Februar. 17 Uhr. Livestream mit David, meinem Mann, hier auf diesem deutschen Kanal. 16 Uhr. Livestream für eine halbe Stunde jeweils auf meinem englischen Kanal. Wer auch immer von euch auch sich mit der englischen Sprache wohlfühlt und auch da Fragen stellen möchte, jeweils für eine halbe Stunde. Es entscheidet sich, ob wir das jede Woche machen oder nicht, entscheidet sich daran, ob ihr mit dabei seid oder nicht. Also zeigt mir, ob ihr Interesse habt oder nicht. Ihr könnt da live alle Fragen stellen, die ihr irgendwie an mich oder an uns habt, auch eben an meinen Mann, der ja eben auch die ganze Recovery-Sache aus einer ganz anderen Perspektive seht. Ich bitte euch, macht euch einen Termin, nehmt euch das vor, wenn euch das interessiert und wenn ihr das einfach mit eurer Präsenz unterstützen wollt. Denn wenn keiner da ist, brauchen wir es auch nicht machen. Genau, wir probieren es einfach mal aus und schauen, ob das Interesse da ist. Und bis dann! Hi, Mirika Vannens. Willkommen zu zwei weiteren Videos, die ich auch heute wieder mache. Ich unterteile die jetzt immer in das, was ich gegessen habe vor einem Jahr und die Gegenüberstellung zu vor einer Woche und eben einem Thema, das zum Beispiel eure Kommentare sein können oder halt eine Frage oder irgendwas, was ich halt denke, was wirklich mir geholfen hätte, als ich noch in quasi in einer ähnlichen Situation war, wie wahrscheinlich viele von euch. Denn ja, das ist auch so ein bisschen das Thema tatsächlich von heute, denn nicht alle, aber viele, die meine Videos schauen, regelmäßig schauen, schauen die, weil sie Erlaubnis fürs Essen suchen. Ich rede da ein bisschen aus Erfahrung. Man kann natürlich nichts über den Kamm scheren und nichts für alle generalisieren, aber ich schätze, dass viele, die mein Video schauen, das so suchen. Und damit meine ich, dass sie halt quasi selber nicht diese Erlaubnis für sich, sie sind noch nicht an dem Punkt, wo sie selber die Erlaubnis für sich aussprechen können oder einfach erteilen können. Und da war ich halt auch. Und damit kommen wir jetzt direkt zu diesem Kommentar, den ich bekommen habe. Ich bin schon auf einem, ich glaube im letzten Video, in einem anderen Video drauf eingegangen, auf den ersten Teil des Kommentars von Susanne Eisler. Hallo Susanne. Ja, ich finde den Kommentar von ihr richtig super, weil es könnte halt sein, dass es, es kann natürlich immer sein, dass viele auch so sehen. Und ich finde ihn auch sehr, sehr relevant jetzt im zweiten Teil. Also, warum müssen Essgestörte andauernd ihr Essen fotografieren und öffentlich zur Schau stellen? Ich nehme mal an, dass sie damit auch auf mich anspielt, weil ich das ja quasi tue. Ein häufiges Phänomen, von dem ich das Gegenteil betreibe. Niemand geht es was an, was, wie viel, wann und wie ich esse. Grundsätzlich gebe ich Daumen hoch, sehe ich genauso. Also, warum müssen Essgestörte andauernd ihr Essen fotografieren und öffentlich zur Schau stellen? Der Grund, warum das so ist, ist, dass die meisten Essgestörten oder ja, eigentlich alle, die eine restriktive Essstörung haben und sobald sie in einem Energiedefizit sind, in diesem mentalen Hunger drin, dass sie eigentlich auch an, ja, dass sie an Essen denken, der eine mehr, der andere weniger, aber wenn es passiert und sie sich aber eben nicht diese Erlaubnis zum Essen geben, / geben können, durch die Essstörung, dann führt das eben dazu, dass sie nach anderen Wegen suchen, um dieses Craving, diesen Trieb irgendwie möchte gern zu befriedigen, sozusagen. Also das führt dann dazu, dass man sich Fotos anguckt von Essen oder dass man sich ultra mega irgendwie in dem badet, was man isst, im Sinne von, das ist irgendwie wie so eine Feierlichkeit und wir zögern das so lange wie möglich raus, stundenlang und essen ganz langsam und erlaben uns daran, sprichwörtlich, dass wir, halt Fotos machen und ja, all das, also, oder Rezepte anschauen oder auch vielleicht backen, aber eben selbst nichts davon essen. So, all diese Dinge sind Zeichen von mentalem Hunger, was eigentlich heißt, du musst essen. Du willst das, womit du dich gerade beschäftigst, essen. Und der, genau, so, jetzt zu dem, dieses öffentlich zur Schau stellen kommt eben häufig davon,
häufig daher, dass man eben nach außen zeigen will, schaut mal, ich esse doch. Schaut mal, ich kann das alles essen und schaut mal, wie viele Kalorien ich esse und alles ist in Ordnung mit mir, sozusagen. Ja, das muss auch noch nicht mal mit Fotos zur Schau stellen sein. Es kann halt eben sein, einfach indem man mit Leuten zusammen isst und dann, keine Ahnung, ist vielleicht das Einzige, was sie an dem Tag essen oder das Einzige Ungesunde oder was auch immer. Ja, es gestört, du musst dich wenig essen, um Anorexie zu haben. Also, ja, es kann nach viel aussehen. Schaut euch das an, was ich gegessen habe. Keiner von außen hätte jemals gedacht, dass das irgendwie Anorexie ist oder so, ja. Also, das ist einfach mega viel und so, ja, genau. So, und, aber nur weil es nach viel aussieht, heißt das nicht, dass viel drin ist. Genau, zurück zum Punkt. Jetzt zu der Tatsache, dass ich das quasi mache mit meinen Videos. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu dem, wie ich es mal gemacht habe. Stell dir vor, du hast 18 Jahre daran gelitten. Genau daran gelitten. An dieser Essstörung. Du hast dir diese Erlaubnis nicht geteilt, nicht erteilt und es auch nicht, du hast es nicht gekonnt. Und du hast immer an Essen gedacht und es war quasi wie ein Gefängnis für dich. Der Unterschied jetzt in der echten Recovery ist, dass ich jedes Mal, wenn ich an Essen denke, auch nicht nur ansatzweise zögere, sondern ich esse das. Da gibt es keine Diskussion. Das ist der einzige Weg, meiner Meinung nach, wie man wirklich komplett am Ende davon frei sein kann. Weil dadurch, nur dadurch wirst du diese ganzen Ängste los. Also dein Gehirn lernt, wow, wir leben immer noch. Wir können die Ängste abbauen, nach und nach. Ey, der Unterschied von als ich angefangen habe zu jetzt, also ja, ich fühle mich schon so halb recovered quasi. Kommt aber noch ein anderes Video dazu, ob ich, also ja, jemand hat gefragt, ob ich, genau, woher ich weiß, dass ich voll recovered bin. Kleiner Tipp, genau, kleiner Spoiler, ich bin nicht vollständig recovered. Noch nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall, so, ich mache das, jetzt kommt der große Punkt. Warum mache ich das? Ich mache das, weil ich so sehr gelitten habe, mein Leben lang, dass ich nicht möchte, dass andere so lange daran leiden. Eigentlich will ich, dass gar keiner in irgendeiner Weise und in irgendeiner Dauer daran leidet. Aber die Tatsache, dass ich Leben wiedergefunden habe, also einfach, dass ich leben kann ohne diese Ängste, noch nicht vollkommen frei, aber die Hälfte der Ängste abgebaut und nur eine Frage der Zeit, bis sie alle weg sind, was ich nie für möglich gehalten hätte. Genau diese Tatsache, die bewegt mich dazu, das zu machen. Und ich weiß, dass ich das damals gebraucht hätte, zu sehen, dass jemand anderes diese Sachen ist, vor denen ich solche Angst habe. Diese Videos macht, die ich jetzt mache, mein Content hätte mir, als ich in der Situation war, wie viele von euch, eben geholfen. Und dafür mache ich das. Dafür halte ich das für richtig und für hilfreich. So, jetzt kommt aber der große Punkt. Es reicht nicht, wenn du dir das anschaust. Und das war's. Sondern es geht darum, dass du dann Schritte machst. Du hast den Mut bekommen, du hast sozusagen diese Erlaubnis zu essen bekommen von meinen Videos. Du verspürst die und du nimmst das gegen deine Essstörung und du gehst und machst dir was zu essen und isst das. Und zwar etwas, vor dem du Angst hast. Und das wiederholst du so lange, bis du die Angst nicht mehr hast. Und mit allen anderen Dingen machst du das auch. Meiner Meinung nach der einzige Weg, ja, nach 18 Jahren, wo ich alles ausprobiert habe mit irgendwie 1000 Regeln und mit den ethischsten Hintergründen und Rechtfertigungen, alles schön und gut, hat aber dazu geführt, dass ich nicht von meiner Essstörung losgekommen bin. So, und genau, das ist also das Ding. Du musst Action taken. Du musst es auch in die Tat umsetzen. Und genau das habe ich eben gemacht in meiner Recovery. Ich habe mir Content angeschaut, der mir den Mut gegeben hat. So ein Content, wie quasi ich jetzt produziere. Und dann habe ich das auch gemacht. Und das hat mir so sehr geholfen, dass ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Und das ist einfach, liegt in meinem Herzen. Ich halte das für hilfreich. So. Ein häufiges Phänomen, von dem ich das Gegenteil betreibe. Genau, und das Ding ist, ich denke halt nicht an Essen und mache Fotos und zeige die euch dann. Also doch, also wenn ich denke dran und dann esse ich halt was. Genau, ich mache nicht nur die Fotos und was weiß ich, sondern und irgendwie denke ich so, oh geil und oh, und wie gern will ich das essen, sondern ich esse es halt alles. So, das ist dieser große Unterschied, dieser große Punkt. Und zwischen den Fotos, die ihr quasi seht, zwischen dem, was ich esse, denke ich nicht an Essen. Es ist kein Ersatz für mich, keine Ersatzbefriedigung für mich anstelle von dem eigentlichen Essen, verstehst du?
Genau. Ein häufiges Phänomen, von dem ich das Gegenteil betreibe. Niemand geht es was an, was, wie viel, wann und wie ich esse. Unterschreibe ich vollkommen. Also, keiner braucht es irgendjemandem zu zeigen. Ach, also, kaum einen interessiert sogar, ja? Also, halt normal, das ist der große Punkt. Normale Esser interessiert es. Ein Dreck, was du isst, ja? Also, und genau, das ist aber ja auch nicht meine Zielgruppe, sondern meine Zielgruppe sind die Menschen, die ein riesengroßes Problem damit haben, darin gefangen sind und die man brauchen, der ihnen so diesen Anstupser geben kann und ihnen aufzeigen kann, wo sie sich vielleicht noch selbst verarschen. Und das meine ich mit der größten Liebe, ja, weil ich war da auch. Und genau, ich möchte eben dabei helfen, möchte euch dabei helfen, diese Schritte dieses Jahr zu machen, um aus dieser Selbstverarsche rauszukommen. Und ja, aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Also jemanden, der kein Problem damit hat, den interessiert es erstens gar nicht. Und wenn man halt das auch nicht teilen will, dann geht es auch gar keinem was an. Ganz genau. Und ich denke, ich weiß auch, dass ich das auch nicht für immer machen möchte und auch nicht machen werde. Ich merke auch jetzt schon, dass, also ja, das ist nicht was mir Spaß an sich macht oder so. Irgendwie das mit Fotos und den Videos an sich zu beschäftigen. Aber was mir Spaß macht, ist zu sehen, was es für eine Auswirkung auf euch hat. Das ist, mein Herz brennt dafür. Und ich kriege auch eben Feedback, auch Privates. Genau dafür mache ich das. Und es wird der Punkt kommen, wahrscheinlich irgendwann, da will ich das einfach nicht mehr und dann mache ich es auch nicht mehr. Aber für dieses Jahr habe ich mir es einfach vorgenommen, einfach meine Entwicklung zu zeigen. Diese Gegenüberstellung von vor einem Jahr, was ich da gegessen habe und was ich jetzt esse, einfach weil ich denke, dass es Gold wert ist für die Welt da draußen, in der einfach so viele damit kämpfen. Genau, und was danach kommt, schauen wir dann. Also danach wird ja eben auch was anderes kommen. Und ich merke auch jetzt schon, dass meine Interessen grundsätzlich ganz andere sind. Also meine Hobbys und alles, die sind ja alle durch die Recovery auch wieder zurückgekommen. Werde ich auch noch ein Video drauf machen. Was mache ich mit der ganzen Zeit? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich mich nicht mal mit Essen und mit Bewegung auseinandersetze. Genau, da gehe ich nochmal in ein extra Video drauf ein. Aber genau, das ist ja nicht meine Freizeit, was ich hier mache. Das ist sozusagen, das mache ich mir jetzt sozusagen gerade zu meinem Job, weil ich denke, dass es diese Welt ein kleines Ministückchen besser machen kann. Und das Feedback von euch bestätigt mich darin. Und ja, apropos Feedback, bitte gebt mir einen Daumen hoch oder runter. Hauptsache ein Feedback, davon leben Videos und generell alles auf YouTube. Und wenn du einfach möchtest, dass mein Kanal vielleicht wachsen kann und einfach, dass mehr Leute meine Inhalte sehen, dann kannst du den Algorithmus und mein Video in dem Algorithmus unterstützen mit einem Daumen hoch oder einem Daumen runter und Kommentaren. Ich mache jetzt das Essensvideo, das auch auf jeden Fall anschauen. 2 Videos am Tag, nicht vergessen. Ciao.